Moin und herzlich willkommen zurück zu Medal of Honor Allied Assault. In dem ersten Teil zu dieser Mission haben wir ja schon jetzt inzwischen ein Fluggeschütz ausgeschaltet, nachdem wir doch sehr starke Probleme mit Scharfschützen und anderen Leuten hatten. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir wieder erstmal die Luftabwehr ausschalten, um hier das nächste große 88er Geschütz auszuschalten und weiter voranzukommen. Und das machen wir jetzt. Cool. Wie kann das denn bitte sein? Ich habe den Knecht dreimal getroffen und das Ding. Das MG hat einfach weiter gefeuert. Der ist ja lustig. So, und auch das ist eine Stelle, auch wenn wir jetzt hier, ne, die Radaranlage und so sehen, die uns sehr stark eigentlich an Private Ryan erinnern sollte. Oder? Tut's doch bestimmt. Da gibt es auf jeden Fall die Szene dann, wo sie den Wehrmachtssoldaten sein eigenes Grab schaufeln lassen und dieses moralische Dilemma dann entsteht, sollen sie ihn erschießen oder nicht. Lass mal hier abchecken. Checken, abchecken, abchecken. Genau. No. Heavy Round. So, ein. Es liegt ein. Stehst im Weg. So. Da ist das AA-Geschütz, was auch eigentlich relativ egal ist. Es ist ja nicht mehr bemannt. Also eigentlich, warum wir es jetzt in die Luft jagen müssen. Er schließt sich mir nicht, aber natürlich haben wir hier eine MG, also wird es halt eben entsprechend auch noch eine Turret-Sequenz geben. Wer hätte das gedacht, aber die ist blöd positioniert. Oh, oh. War klar. Die ist etwas besser. Oder auch nicht. Ach, Leute. So, direkt dann hier unten rein. Wow. Jetzt mache ich es anders. Jetzt gucke ich mal, ob man das Spiel ein bisschen foppen kann. Uiuiui. Ja, meine Damen und Herren. Das passiert, wenn man Spawnwege zustellt und schneller ist als das Spiel. Das ist genau das, was ich immer meine, wenn man ein skriptbasiertes Spiel hat, kann man quasi dem Skript so ein bisschen davonrennen und in dem Fall halt voll in den Spawnweg reinlatschen. Und ich sehe gerade, dass wir ganz schön lange schon wieder in dieser Mission unterwegs sind. Das lag an zwei, drei Streckungssequenzen. Wow, wow. Dann müsst ihr jetzt durch. Och. Ja. Super. Natürlich, klar. Das war logisch. Ich setz dann gleich nochmal da an. Burn!
Ja, super. Die Speicherpunkte sind echt nicht gut gesetzt, aber wir können ja also manuell speichern. Sollte ich nur öfter tun. Ach, Scheißdreck. So, und jetzt haben wir nicht nur einen Zwischenpunkt erreicht, sondern tatsächlich die komplette Mission abgeschlossen. Das war die erste Mission nach Mission Overlord oder Operation Overlord. Das heißt, wir befinden uns jetzt im Hinterland und werden uns auch noch weiter, soweit ich das im Kopf habe, ja, im Hinterland fortbewegen. Deswegen sehen wir uns bei der nächsten Folge von Medal of Honor Allied Assault weiterhin im Hinterland der Normandie, beziehungsweise, glaube ich, geht es jetzt so langsam halt auch Richtung Deutschland und ja. Das seht ihr auf jeden Fall, wenn ihr weiter dabei bleibt. Ansonsten haben wir auch noch andere Videos, schaut da mal rein. Und ja, bis dahin haut rein und tschüss.